Schleierfilm. Ja. Er sagt Diablo. Bitte stellen Sie sich vor. Ja, mein Name ist Alexander Guckenberger. Ich bin der Ortsfeuerwehrkommandant von Wagrain. Und heute haben wir eine Alarmübung gehabt im Grafenberg-Resort. Das ist ein Vier-Sterne-Hotel mit 500 Betten. Die Brandannahme war in der Tiefgarage Brand mit Verpuffung bzw. Explosion, der sich über das Garagentor auf der Ostseite des Hotels bis zum Dachstuhl ausgebreitet hat. Wie viele Feuerwehrmänner und Frauen mussten ausrücken? Ja, die Feuerwehr Wagrain wurde gegen 19 Uhr alarmiert mit 30 Mann und 4 Fahrzeugen. Weiters wurde dann Alarmstufe 3 gegeben, das heißt Feuerwehr Kleinal und Feuerwehr Reitdorf wurde angefordert und Nachforderungen wurden noch bestellt, und zwar die Drehleiter Altenmarkt, das Artenschutzfahrzeug Bongau war im Einsatz, das Einsatzleitfahrzeug St. Johann und die Bühne St. Johann war ebenfalls dabei. Wie waren Sie mit der Übung zufrieden? Die Übung ist sehr gut abgelaufen, wir haben alle Bereiche abdecken können. Probleme gab es im Aufstellbereich der Drehleitern und der Bühne, weil hier die vorgesehenen Flächen nicht parkfrei waren bzw. Das Gelände nicht entsprochen hat, sodass man hier eine Bühne oder ein Feuerwehrfahrzeug mit Drehleiter aufstellen hätte können.